Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Eigentlich wollte ich für euch heute das Honor Band 5 auspacken und einrichten. Das Gerät, was ich aber bekommen habe, scheint leider defekt zu sein. Trading Shenzhen, die mir das Ganze wieder zur Verfügung gestellt haben, haben sich auch schon bereits drum gekümmert und mir ein neues zugeschickt. Das wird aber erst, weil ich ja in Irland lebe, in 1 bis 2 Wochen da sein. Deswegen habe ich für euch was anderes Cooles geplant, denn hier in Irland ist das Google Maps AR Feature schon verfügbar und bei mir schon gerade in der Google Maps App aufgeploppt. Das Ganze habe ich für euch getestet und wie und ob das gut funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das Google Maps AR Feature wurde ja bereits 2018 auf der Google I.O. vorgestellt und dann auch schon relativ schnell in den Staaten ausgerollt, aber erst nur für Pixel-Geräte, dann kamen die anderen Geräte auch dazu. So wie Google das ja immer macht, die rollen das ja erst in den USA aus, dann erst in den anderen englischsprachigen Ländern wie Kanada, wie die UK und auch Australien, Neuseeland so. Und dann kommt es ja erst nach Europa. Hier in Irland ist das Ganze schon verfügbar und das habe ich natürlich auch für euch getestet. Hier oder hier solltet ihr jetzt auch eine Bildschirmaufnahme von mir sehen, wo ich das Ganze für euch getestet habe und wie das Ganze funktioniert. Zuerst geht man normal auf Google Maps, sucht sich einen Ort raus, wo man gerne hin navigieren möchte und geht dann, wenn man auf zu Fuß gehen geht, unten ploppt dann auch schon direkt neben jetzt starten, ploppt dann auch Google Maps AR drauf, da drückt man dann einmal drauf und kann dann die Umgebung einscannen. Das Ganze funktioniert relativ gut, wenn da jetzt nicht ganz fett auf dem Laden, wo man gerade hinguckt sozusagen mit dem Handy, jetzt nicht fett der Name des Ladens draufsteht, funktioniert das nicht ganz gut, weil Google muss ja erkennen, wo genau man sich gerade befindet. Wenn da aber jetzt fett zum Beispiel Tesco draufsteht oder jetzt irgendein Restaurant, wo ganz fett das Logo drauf ist, dann funktioniert das auch relativ schnell und ziemlich gut. Und man kann auch loslegen, weil dann wird in der Ferne, da wo man dann hingeht, wird dann so ein blauer Pfeil mit so weißen Strichen drin angezeigt und dann auch in AR, wie viele Meter man noch bis dahin braucht. Dann geht man einfach los und dann kommt auch schon die Warnung: Bitte schau nicht auf dein Handy, sondern guck, wo du hingehst. Da möchte sich Google natürlich absichern, dass falls ein Unfall irgendwie passiert, Google sich da absichern kann und sagt: Hier bitte, du hast nicht unsere Regeln befolgt, weil wenn man die ganze Zeit drauf schaut, geht das Ganze nicht weit. Man muss das Handy dann nach unten bewegen und dann wird auch ganz normal die Google Maps Navigation wieder angezeigt, bis man das Handy wieder hochhebt. Und dann kommt man automatisch in den AR-Modus. Das Ganze hat auch ziemlich gut funktioniert. Also ich habe mich jetzt einmal zu so einem Museum navigieren lassen. Und da hat man dann auch ganz gut gesehen, als ich abgebogen bin, war der Pfeil direkt da und dann stand da auch nur noch 2-3 Meter oder sowas. Und wenn man dann sich dann dahin dreht und weitergeht, gibt es auch einen nahtlosen Übergang. Dann zeigt er auch an, hier in 200 Metern hast du dein Ziel auch schon erreicht und zeigt dann auch so einen Punkt an, wo genau sich das Ziel befindet. Was viel besser ist, finde ich persönlich, wenn man sich jetzt nicht zum Beispiel gut auskennt in einer Stadt, dass es dann auch mit dem AR-Feature ziemlich gut funktioniert. Auf der Google I.O. wurde das ja auch mit so Füchsen oder so Tieren allgemein präsentiert, die einen dann durch die Stadt führen oder so. Das Ganze war bei mir noch nicht verfügbar, einfach weil es, glaube ich, die Beta ist und sie das erstmal testen wollen. Es kam auch direkt am Ende noch so hier Feedback, wir wollen wissen, wie gut das Ganze funktioniert hat. Bei mir hat das ziemlich gut funktioniert. Das Ganze sollte dann auch bald ziemlich schnell in Deutschland verfügbar sein, weil wenn es jetzt schon in Irland, das ist zwar ein englischsprachiges Land, aber es ist jetzt auch nicht eines der Priority-Staaten, wie ich sie gerne nenne, wo die Features ziemlich schnell verfügbar sind. Das heißt, Google sollte das Ganze auch bald in Deutschland ausrollen. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss. Sondern in dem Fall Honor, weil die es anscheinend verbockt haben, weil das Display irgendwie nicht funktioniert und nicht hochfährt. Deswegen habe ich für euch was anderes Cooles geplant, denn in Irland, wo ich ja